Gimbals sind eine der besten Erfindungen im Filmmaking-Bereich und eröffnen dir viele neue Möglichkeiten. Ich erkläre dir in nur wenigen Minuten alles über Gimbals, wann du eines verwenden solltest, wichtige Einstellungen, kreative Tipps und spannende Kamerafahrten. Dadurch wertest du deine Videos unglaublich auf und erzielst deinen eigenen High-End-Hollywood-Film-Look. Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin hier gerade auf der Dominikanischen Republik und habe mein Sion Wibel 2 mit dabei. Und wir schauen uns heute mal alles an, was du über Gimbals wissen musst. Und der erste wichtige Punkt dabei ist, zu wissen, wann du ein Gimbal überhaupt verwenden solltest. Wenn du dir das erste Mal ein Gimbal holst, willst du es natürlich sofort und ständig verwenden. Ich kenne das noch, aber nicht jeder Film und nicht jedes Travel-Video hat ständig nur stabilisierte und ruhige Aufnahmen in Slow-Motion. Das muss wirklich zur Szene passen. Also, wann solltest du jetzt ein Gimbal verwenden? Dafür ist es wichtig zu wissen, was ein Gimbal überhaupt macht. Und es tut im ersten Schritt natürlich deine Kamera stabilisieren, um alle Verwacklungen rauszunehmen. Aber im zweiten Schritt kannst du auch spannende neue Kamerafahrten damit machen. Solche ruhige und stabilisierten Kamerafahrten machen vor allem in folgenden Szenarien Sinn. Wenn du ruhige oder emotionale Szenen filmen willst, hier bringt ein Gimbal durch die Stabilisierung dann die Ruhe ins Bild, die dem Zuschauer auch vermittelt werden soll. Und in der Post-Production kann man das durch die passenden Soundeffekte, durch Slow Motion dann nochmal unterstreichen. Wenn du etwas filmst, bei dem sich das Objekt sehr schnell bewegt und auch die Kamera sehr schnell bewegen muss und die Kamera vielleicht sogar das Objekt verfolgen muss, dann rettet ein Gimbal definitiv deine Aufnahme, weil du einfach eine stabile Kamerafahrt hinbekommst, die du aus der Hand niemals hinbekommen würdest. Ein Punkt, bei dem du kein Gimbal verwenden solltest, ist, wenn du die wirkliche Action ins Bild übertragen willst. Das heißt, durch verwackelte und schnellere Kamerabewegungen bekommt man einfach einen viel aktiveren, schnelleren Pace ins Video. Dadurch wird die Action besser übertragen und der Zuschauer wird einfach noch mehr ins Geschehen, in die Action mit hineingenommen. Darum immer aufpassen, dass du auch mal ein paar Handheld-Aufnahmen machst, wenn es jetzt um Actionsport zum Beispiel geht und die dann auch immer mit einblendest. Kommen wir mal zu meinem Gimbal-Setup. Das ist das Sion Wibel 2, das aktuellste Gimbal aus der Wibel-Reihe und für mich das stärkste und gleichzeitig leichteste Gimbal, das ich jemals erlebt habe. Es hebt auch schwere Kamerasetups wie meine Sony A7S III zusammen mit dem 16-35 G-Master Objektiv und so ist das Ganze aufgebaut. Das Gimbal wird an einem Handheld-Tripod befestigt, dieser dient natürlich als Tripod, aber auch als Verlängerungsarm. Als zweites befestige ich die Backhandle, die im Combo-Package mitgeliefert wird, auf der Rückseite vom Gimbal. Die Kamera schraubt man an einer mitgelieferten Quick-Release-Plate an. Die war mir aber zu lang und ich habe mir eine kleinere geholt, damit ich die auf der Kamera lassen kann und nicht immer abschrauben muss. Diese kleine Plate befestige ich an der Kamera und zusätzlich habe ich dann eine Quick-Release-Clamp geholt, die ich auf der Quick-Release-Plate des Gimbals befestige. Dadurch kann ich mit meiner Kamera in Sekundenschnelle zwischen Gimbal und Handheld switchen. Links dazu findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Im nächsten Schritt müssen wir die Kamera auf dem Gimbal ausbalancieren. Das heißt, die Kamera muss, auch wenn das Gimbal ausgeschaltet ist, möglichst gerade hier stehen. Dadurch braucht das Gimbal später weniger Motorleistung, das heißt, wir haben eine längere Akkulaufzeit und die Kamera wird viel besser und sicherer stabilisiert. Ich habe jetzt noch alle drei Achsen hier gelockt und ich unlock mal die unterste und hier diese oberste, die Tilt-Achse. Und wir schauen als erstes mal, wenn wir die Kamera hier aufs Gimbal packen, dass sie möglichst gerade stehen bleibt. Also nicht nach vorne oder hinten kippt. Das muss noch nicht perfekt sein, aber so passt schon mal. Ich schließe das hier dann wieder. Und dann schauen wir uns die Tilt-Achse hier an. Die lockere ich hier mal, damit wir die verstellen können. Und die Kamera packen wir jetzt so nach oben. Und unser Ziel ist es jetzt, die Achse so einzustellen, dass die Kamera nach oben schaut, auch wenn wir sie loslassen. Dafür muss ich das Ganze jetzt mal nach oben verschieben etwas. Das war zu weit, jetzt geht sie nach hinten, wieder ein bisschen runter und jetzt bleibt sie so stehen. Und das Ganze ist erst perfekt, wenn wir die Kamera so hindrehen und sie auch stehen bleibt. In dem Fall passt jetzt also in alle Richtungen, in die ich sie drehe, bleibt sie stehen. Das heißt, ich kann die Kamera jetzt hier wieder zudrehen, also die Tiltachse wieder schließen und die Kamera auch wieder gerade hindrehen und jetzt sehen wir vielleicht, dass sie wieder nach vorne oder hinten neigt und dann müssten wir hier nochmal das anpassen, die Kamera nach vorne oder hinten schieben, aber in dem Fall passt sehr gut. Das heißt, wir schließen diese Achse hier oben wieder, die brauchen wir jetzt erstmal nicht
und schalten uns diese Roll-Achse hier als nächstes frei. Und wenn wir die freischalten, sehen wir, ob die Kamera jetzt hier nach links oder rechts sich noch bewegt. Und in dem Fall geht sie automatisch nach rechts. Das bedeutet, wir schalten hier hinten diesen Regler frei und schieben die Kamera so hin, dass sie sich nicht mehr nach rechts dreht, also in dem Fall weiter nach links. Das schaut so ganz gut aus. Ich schließe das daraufhin wieder und so passt es ganz gut. Auch hier, wenn wir die Kamera so hindrehen und loslassen, sollte sie stehen bleiben. Perfekt. 2 von 3 Achsen sind ausbalanciert. Ich schließe diese Roll-Achse wieder und jetzt kommen wir ganz unten zur Pan-Achse. Die testen wir so, indem wir das Gimbal jetzt nach links hinten oder nach rechts hinten neigen. Und dann sehen wir, die Kamera dreht sich mit. Und wir müssen das jetzt so einstellen, dass sich, wenn wir das Gimbal bewegen, die Kamera nicht mitdreht. Dafür ziehe ich die Pan-Achse hier unten auf und schiebe das mal ein Stückchen nach hinten. Schließe die wieder fest und jetzt testen wir hier schon viel, viel besser. Und genau so muss es sein. Egal, wo wir die Kamera jetzt hinbewegen, wenn ich alle Achsen hier mal aufmache, die Kamera bleibt in ihrer Position. Und so haben wir die perfekte Voraussetzung, um das Gimbal mit der besten Motorleistung und der besten Stabilisierung zu nutzen. Ein Gimbal bietet anfangs sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, die im ersten Moment verwirrend sein können. Darum gehen wir alle Settings Schritt für Schritt durch, damit du volle Kontrolle über dein Gimbal besitzt. Über diesen Button können wir das Gimbal starten. Mit dem Joystick auf der linken Seite können wir die Kamera dann nach links, rechts, oben oder unten bewegen. Um unsere Bewegungen besser kontrollieren zu können, gibt es 3 verschiedene Einstellungen. Die erste ist Pan Follow. Dabei dreht sich die Kamera nach links und rechts mit, nicht aber nach oben und unten. Die zweite Einstellung ist Lock. Hierbei bleibt die Kamera genau so, wie wir sie als letztes hatten. Egal wie wir uns drehen, die Kamera zeigt weiterhin immer nur in die eine Richtung. Mit Follow folgt die Kamera uns nach links und rechts, aber auch nach oben und unten. Beim Wiebel 2 haben wir einen Touchscreen. Hier können wir Einstellungen vornehmen, wie zum Beispiel die Stärke des Gimbals. Die habe ich beim Wiebel 2 auf der schwächsten Einstellung, was auch empfohlen wird. Wir können auch die Einstellung des Drehrads verändern, das heißt, ich kann Roll zum Beispiel drauflegen und sobald wir das Drehrad drehen, dreht sich auch die Kamera mit. Kommen wir zu 5 einfachen Gimbal-Kamerafahrten, um mehr Abwechslung in deine Videos zu bringen. Der erste ist der Follow-Shot. Hierbei verfolgen wir ein Objekt und behalten immer die gleiche Distanz bei. Das Ganze können wir von hinten oder seitlich machen, um ein bisschen Variation reinzubringen. Dieser funktioniert ähnlich. Hierbei bewegst du die Kamera jedoch von unten nach oben, um das Objekt und die Location zu revealen. Beim Orbit-Shot kreist du um ein Objekt. Hierbei bietet es sich an, eine hohe Brennweite zu verwenden, da sich der Hintergrund dadurch noch schneller bewegt. Natürlich kannst du auch hier Variation reinbringen, indem du verschiedene Brennweiten verwendest oder das Ganze von weiter unten oder oben machst. Mit Tilt und Pan gleichzeitig bewegen wir die Kamera nach rechts und unten und revealen von einer Location aus ein Objekt. Ein letzter Trick ist es, manuell zu fokussieren und dich dann vom Objekt wegzubewegen. Wenn du das Ganze dann rückwärts abspielst, hast du auch so ein Reveal von unscharf zu scharf. Das war alles, was du für deinen Einstieg mit Gimbals wissen musst. Wir sind mittlerweile hier in Kapstadt, es werden also noch einige Travel-Vlogs kommen, in denen ich das Gimbal auch verwendet habe. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, lass ein Like da und schreib gerne mal in die Kommentare, ob du eine fortgeschrittene Version sehen willst oder was du noch über Gimbals wissen willst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, vergiss nicht zu abonnieren, bis zum nächsten Mal, mach's gut, ciao.